Dieses Video verwendet Audiodeskription, um das Erlebnis für sehbehinderte und blinde Menschen zu verbessern. Wenn du sehend bist, empfehlen wir das Originalvideo, welches unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Die Szene zeigt Christa und Holger in einem Wald. Ein eingeblendeter Text liest sich wie folgt: Any Music by Christa Over 2980. Hallo zusammen. Die beiden wandern. Servus, liebe Leute. Christa ist blind und der Holger, und Holger führt wollten sie. Wir wollten mal wieder ein Update geben, wie es uns in den letzten Tagen so ergangen ist und Wochen. Die letzte Station war ja der 34-Kilometer-Lauf da nach Ebermannstadt. Und da haben wir eigentlich gesehen, ist ganz gut gelaufen, ne? Ja. Und genau aus dem Grund überlegen wir uns, ob wir überhaupt noch jetzt eine Langstrecke machen. Richtig. Bis zu dem Marsch und uns stattdessen einfach nur fit halten. Mhm. Ja, mit so Zehnern oder Zwannies. Mitten im Regen, weil am Marsch selber kann es auch regnen. Ja, genau. Ein bisschen Regen ist auch in Ordnung, ne? Ja. Eine Zeitraffer aus der Ich-Perspektive zeigt mehrere hundert Meter durch den Wald. Genau. Was gibt's noch zu sagen? Ich habe neue Schuhe. Also die Christa hat neue Schuhe, ne? Asics oder so ähnlich heißen die? Asics, ja. Oder Asics, keine Ahnung. Asics. Ich habe keine Blasen mehr seitdem. Ja, wunderbar, ne? Da bin ich mal gespannt, ob das alles so hinhaut, ne? Ja. Ich glaub's ja noch nicht, ich bin da immer ein wenig pessimistischer. Aber, ne? Wollen wir es hoffen, das passt, ne? Eine Zeitraffer aus der Ich-Perspektive zeigt mehrere hundert Meter durch den Wald. Ja, bei uns war jetzt in letzter Zeit relativ viel los. Ja, ich war beruflich in Österreich unterwegs, habe eine Fortbildung gehabt. Und ich hatte ja diesen Extremmarsch in Oberursel da vor mir. Und von daher gab es nicht so viel Gelegenheiten jetzt zu laufen. Wir haben halt meistens unter der Woche so 10er gemacht. Genau. Aber wir gehen das ganz locker an und wir sehen eigentlich jetzt nicht so das Problem, das schaffen wir schon, glaube ich. Ein hervorgehobener Text liest sich wie folgt. Ed Wandermann fragt uns, wie wir Single Trails begehen. Gleichzeitig wird ein längerer Text eingeblendet. Es ist das Originalkommentar von Wandermann. Es liest sich wie folgt. Moin ihr beiden. Wieder mal klasse abgeliefert und eine neue Distanz gerockt. So locker flockig, wie ihr da unterwegs seid, mache ich mir da keine Sorgen. Doch eine interessante Frage vielleicht, Nürnberg ist, meine ich, recht gut als ausgebaute Strecke, bin da letztmals 2021 gelaufen. Aber wie macht ihr das mit dem Führen auf engen Singletrails, wo es kaum möglich wäre, nebeneinander zu laufen? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Nicht immer weiß man das ja in unbekannter Gegend, wenn ihr vielleicht auch noch andere Märsche dann bestreiten wollt. Christa steht hinter Holger und streckt die Arme aus. Dabei hält sie sich mit beiden Händen an Holgers Rucksack fest. Die Kamera zeigt die Szene von oben. Einfach anhängt an meinen Rucksack, dann ist die Armlänge so weit weg, dass sie mir auch nicht in die Beine sappt und wir trotzdem diesen Single Trail gehen können. Aber heute ist er batschert nass. Jetzt probieren wir es aber trotzdem mal. Christa rutscht auf einem nassen Ast aus. Hier kommt jetzt ein U, U10, jawohl, passt. Gut, passt nicht. Das passiert, wenn es glatt ist. Ja, das passiert, wenn es glatt ist. So, ja, liebe Leute, wenn ihr das, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, aber beim Single Trail Laufen, da schnappt sich die Christa meinen Rucksack und durch die Armlänge ist es dann so weit weg, dass die Christa mir auch nicht in die Füße sappt und die kann mir daher direkt hinterherlaufen. Und natürlich ist das nur die halbe Miete, Leute. Denn man hat jetzt natürlich dann hier die Breite von dem Single Trail mal abgesichert. Und ich kann sicher sein, dass die Christa mir nicht einfach auskommt nach links oder nach rechts, weil die sich nämlich nach meinem Rucksack orientieren kann. Aber damit ist natürlich noch nicht geregelt, wenn jetzt hier Unebenheiten sind und so weiter. Da müssen wir nach wie vor mit unseren Sprachkommandos arbeiten. Christa läuft in einen herunterhängenden Ast. Was ist denn los? Bist du jetzt gestolpert oder wie? Da war ein Ast. Mensch. Okay. Ja, wie ihr gehört habt, ne, da geht schon auch manchmal was schief. Ne? Ich räume jetzt hier mal gleich einen Ast auseinander. So. Genau.
also einfach größer als du. Wundert euch nicht, ne? Wenn, falls ihr bei dem Megamarsch teilnehmt, falls da hier zwei Leute im Entenmarsch ineinander vorbeilaufen, das könnten wir beide sein. So Leute, das war jetzt unser kleines Update und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich am 4. November zum Megamarsch in Nürnberg. Jawohl. Also macht's gut, Leute. Geht raus, ne? Das ist gesund. Und ade. Ciao.